Hey Siri, schalte Arbeitszimmerbox ein. Okay, die Arbeitszimmerbox. Hallo zusammen, hier ist wieder Lutz von Coding Goose und heute gibt es wieder was ein bisschen mehr im Smart Home Bereich. Und zwar zeige ich euch heute, wie man Sonos Boxen mit HomeKit oder Siri steuern kann. Das geht nämlich normalerweise leider nicht und es gibt aber einen kleinen Workaround, den man quasi ja, herprogrammieren kann, sag ich mal, und ja, dass das Ganze dann doch geht. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht natürlich als allererstes Sonos-Boxen, die ihr steuern wollt. Dann braucht ihr Homebridge, das sehen wir hier links, ich habe es schon offen. Homebridge ist kurz zusammengefasst ein Stück Software, das euch erlaubt, Geräte, die normalerweise nicht HomeKit-fähig sind, doch in HomeKit einzubinden, über verschiedene Plugins. Wie man das Ganze installiert, da habe ich bereits ein Tutorial gemacht, das müsst ihr auf jeden Fall zuerst machen. Ich verlinke das Video dazu unten in der Description. Macht das auf jeden Fall zuerst. Ja, als nächstes müsst ihr auf dem Gerät am besten auch, auf dem ihr Homebridge installiert habt, weil das Gerät sollte oder muss eh eigentlich 24/7 laufen. Also am besten ist wirklich, wenn ihr es auf dem Raspberry oder auf dem Server macht, auf dem NAS. Ihr könnt es aber natürlich auch einfach auf eurem Windows- oder Mac-Computer machen. Müsst ihr euch Node.js installieren. Wie man das macht, habe ich auch schon in mehreren Tutorials, im Nest.js, im Angular-Tutorial gezeigt. Im Endeffekt, ja, für Windows und Mac, ihr ladet es einfach runter und installiert es. Ja, Node.js erlaubt es euch, JavaScript-Programme auszuführen auf eurer Maschine. Das brauchen wir auch, denn wir wollen ein Node-Programm installieren. Und zwar, das ist das hier. Das ist die Node Sonos HTTP-API. Und zwar, das ist ein Programm, was uns erlaubt, in unserem Netzwerk per HTTP-Anfragen unsere Sonos-Boxen zu steuern. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Im Endeffekt ist es aber extrem einfach, was wir machen wollen. Und ja, ich zeige es einfach mal Schritt für Schritt. Als erstes gehen wir in Homebridge, melden uns kurz an. Ich habe jetzt hier eine leere Instanz von Homebridge. Gehe dann unter Plugins und dort installiere ich als allererstes, oder mehr brauchen wir auch nicht, einen Dummy-Button. Und zwar gibt es dafür ein Plugin. Ja, das nennt sich Dummy, Homebridge Dummy, so. Und das erlaubt uns in HomeKit Buttons einfach anzulegen ohne Funktion. Und da wollen wir jetzt einen erstellen, der quasi die Sonos-Box hinter mir an- und ausmachen kann. Beispielsweise, ja, und das Ganze nennen wir Arbeitszimmerbox. Einfach mal. Und dieser Button, also ist so ein An-Aus-Switch, der soll stateful sein. Das bedeutet, man drückt nicht einmal an und der geht direkt wieder von selber aus, sondern der soll wirklich einen Zustand haben, ob er jetzt gerade an oder aus ist. Das speichern wir. Und jetzt müssen wir HomeKit einmal neu starten. Homebridge. Und das sollte eigentlich nur ein paar Sekunden dauern. Und wenn das passiert ist, dann geht ihr einfach mal in HomeKit. Und jetzt müssten wir hier im Arbeitszimmer, da kommt es, ist gerade hier neu dieser Schalter gespawnt, Arbeitszimmerbox. Den kann ich jetzt witzig vor mich hindrücken und da passiert halt logischerweise noch gar nichts. Das ist unser Dummy-Button, den werden wir verwenden, um die Box nachher zu steuern. So, das wär's mit Homebridge. Wir brauchen jetzt als allernächstes dieses Projekt. Node Sonos HTTP-API. Ich verlinke das Projekt auch wieder in der Beschreibung. Und als allererstes müssen wir uns das von GitHub klonen. Dafür müsstet ihr natürlich auch noch Git installiert haben, aber ich denke, das haben eh die meisten von euch. Und ja, dann kopiert ihr euch hier oben die URL, geht in an irgendeine Stelle an eurem Rechner und gebt ins Terminal Git Clone und dann die URL ein. Und dann zieht er sich quasi dieses Projekt. Dann geht ihr in diesen Ordner. So, und wenn ihr in diesem Ordner seid, dann müsst ihr die Abhängigkeiten von diesem Projekt installieren. Das macht ihr über diesen Befehl hier.
Und dann müssen wir diese API quasi auch nur noch starten. Das Ganze machen wir über npm start. Wenn ihr das Ganze gestartet habt, dann könnt ihr einfach mal im Browser die IP localhost mit dem Port 5005 anpingen und dann solltet ihr hier folgende Übersicht bekommen. Das ist quasi eine Übersicht über alle möglichen Befehle. Und wir gehen einfach mal auf slash zones und dort sehen wir dann quasi den Status quo eurer Boxen. Hier steht, was als letztes gespielt wurde. Ist hier unformatiert, deswegen sieht das so unübersichtlich aus. Hier unten ist ein relevanter Teil Room Name. Ich habe halt nur das Arbeitszimmer hier, deswegen gibt es nur einen Raum. Und wenn wir jetzt diesen Raum einfach mal nach dem Slash schreiben und dann nochmal ein Slash und Play eingeben, sollte die Box anfangen, Musik zu spielen. Das tut sie auch. Und mit Pause geht das Ganze auch wieder aus. So könnt ihr die Box quasi an- und ausmachen. Ihr könntet noch viel, viel mehr machen. Es gibt hier eine schöne Übersicht über die API auf dem GitHub-Link. Ja, ihr könnt die Lautstärke lauter und leiser stellen. Ihr könnt verschiedene Playlisten anlegen und es gibt hier ganz unten auch einen Bereich für Text-to-Speech. Das heißt, ihr könntet auch so witzige Sachen machen, dass ihr irgendwie bestimmte Phrasen einfach die Box sprechen lasst, so Hello, Dinner is ready oder so für eure, ja, für die Boxen in eurem Haus oder so. Das wären so, denke ich, denkbare Use Cases. So, jetzt haben wir es aber ja nur erreicht, dass wir das Ganze über den Browser oder per HTTP-Request steuern können. Wir wollen das Ganze ja per HomeKit machen. Und das war jetzt quasi die Vorarbeit. Ich kopiere mal diesen Link. Dann geht ihr in HomeKit und macht Rechtsklick auf eure Arbeitszimmerbox oder wie auch immer ihr die genannt habt, auf Einstellung und fügt eine Automatisation hinzu. Und zwar geht ihr auf, wenn ein Gerät gesteuert wird, dann wählt ihr wieder das Gerät aus, drückt auf Weiter und dann sagt ihr aktiv. Dann geht ihr ganz unten auf in Kurzbefehl konvertieren. Und im Kurzbefehl macht ihr das Preset hier weg, drückt ihr auf Web und dann gibt es hier ganz unten einen Punkt Inhalte von URL abrufen. Ja, das ist dann das genau dasselbe, was wir gerade im Browser gemacht haben. Dann geht HomeKit einfach auf die URL und führt diesen Request durch. Wenn es an ist, würden wir dann ja, das Ganze abspielen, also wenn man den Button anmacht oder er sagt, hey Siri, mach die Arbeitszimmerbox an, dann wollen wir, dass Play ausgeführt wird. Nur haben wir ein Problem. Localhost ist die lokale IP von dieser Maschine und naja, die Automatisationen werden irgendwie auf einem HomePod oder auf einem Apple TV oder so ausgeführt und die haben eigentlich eine ganz andere IP. Das heißt, Localhost 5005 wird nicht klappen. Deshalb müsst ihr die lokale IP von eurem Gerät, wo die API läuft, dort eintippen. Auf einem Mac kann man die ganz einfach herausfinden. Dafür geht man in die Netzwerkeinstellung und hier steht auch schon die lokale IP. Unter Windows ist das IP-Config in die Kommandozeile eintippen. Sonst ja, müsst ihr halt googeln, wie es herausfindet, je nach System. Und diese IP ersetzt ihr dann mit Localhost. Und dann wären wir auch schon fertig mit dem Anschalten des Buttons. Da drücken wir einfach nochmal auf Weiter und drücken dann auf Fertig. Und dann müssen wir noch die Automation zum Ausschalten hinzufügen. Gehen wir wieder auf, wenn ein Gerät gesteuert wird, die Box. Diesmal, wenn sie inaktiv ist, in Kurzbefehl konvertieren. Und dann geben wir hier wieder die URL ein. Nur diesmal halt mit Slash Pause. Speichern das Ganze und jetzt sind wir auch schon fertig. Wir testen das Ganze mal eben. Es hat ein bisschen gedauert, aber hat geklappt. Das Pause ging direkt. So, freut mich, dass es geklappt hat. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, ihr könnt damit eigentlich alles Mögliche machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr weitere Smart Home Videos sehen wollt, lasst dem Ganzen noch ein Like da oder lasst ein Abo da.
Und ja, das wär's von mir. Ciao.